Hallo, willkommen hier bei der Gartenbahner, die Serie. Ich habe ein Gleis in der Hand und das bedeutet, eine neue Ausbaustufe beginnt. Wir wollen ein neues Gleis hier vor dieser Hecke legen. Das andere Gleis geht ja hinter dieser Hecke lang. Das hat den Vorteil, dort ist Schatten. Dort können wir dann die Züge, wenn die Sonneneinstrahlung kommt, auch abstellen. Und der normale Regelverkehr läuft dann hier vorne lang. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Bevor wir hier die Erde ausheben, Split rein tun, Betonsegmente rein und letztendlich die Gleise verlegen, müssen wir erstmal die Vorbereitung dafür treffen. Und zwar zwei Weichen müssen rein, einmal hier vorne und hier hinten. Das lästige Rasenmäherkabel habe ich nun jetzt hier rausgeholt. Das ist immer nervig, wenn es dann im Laufe der Jahre immer weiter tiefer rutscht. Aber ich mache es zum Glück ganz gelassen. Und das ist auch nur die Weiche, die wir gegossen haben. Die kommt jetzt oben rein. Thank you.
Ja, die Ameisen bekommen jetzt gleich wieder ihr Dach über den Kopf. Und gesägt ist das runde Stück. Das brauche ich jetzt hier oben. Und das nehme ich jetzt auch mit. Weiter geht es mit der zweiten Weiche, und zwar hier hinten. Dort haben wir kein extra Betonsegment gefertigt, sondern dort setze ich jetzt eine ganz normale Verschalung und erweitere das mit einer ganz normalen Betongießung.
Hier habe ich schon einmal die Schienen hingelegt, wo das neue Gleis langführen soll. Hier vorne habe ich schon die erste Weiche drin. Die soll jetzt hier vor der Hecke lang gehen, ebenfalls als Ausweichgleis. Und hier habe ich jetzt schon die zweite Weiche drin. Und was wir auch gleich damit machen, wir beseitigen diesen lästigen Knick. Hier wird alles gerade durchgezogen, damit der Knick verschwindet. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. In der nächsten Folge werden wir dann hier die Erde rausnehmen, die neuen Betonsegmente reinlegen und letztendlich das Gleis fertigstellen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.